Hallo, schönen guten Morgen. Heute erzähle ich euch mal was über den Thymian. Wenn ihr euch bei uns in den Süden verirrt, im Südosten, dann werdet ihr wahrscheinlich unter euren Füßen ein Knirschen bemerken und ihr werdet einen würzigen Geruch in der Nase haben. Ja, ich rede von den Balladen im Felsengestein. In Felsen, in Steinen, in humusarmen Böden, in ja, Böden, unwirtlichen Böden, da fühlt sich der Thymian am wohlsten. Ja. Er braucht alkalische Böden, er braucht diese Gesteine, er braucht ein kleines bisschen Lehmbodengemisch aufgelockert durch diese Steine. Er wächst sogar direkt, bohrt sich durch Felsen durch. Und das ist so seine Region. Also denkt daran, wenn ihr irgendwann mal einen Blumentopf mit Thymian kauft, befreit ihn schnellstens von seinem Humusboden, denn das tut ihm gar nicht gut. Gebt ihm etwas Basisches, gebt ihm das, was er in der Natur auch vorfindet, und ihr werdet euch lange an diesem Gewürz erfreuen können. Ansonsten wird euch diese Pflanze nach dem Kauf wahrscheinlich sehr bald absterben. Wenn ihr feststellt, dass die Pflanzen zwar aussehen wie Thymian, aber die eine riecht anders als die andere, dann liegt es einfach daran, dass diese Pflanzen sich sehr schnell an den entsprechenden Bedingungen anpasst. Vielleicht ist ja die eine Pflanze etwas höher gelegen als die andere, somit hat die andere Pflanze etwas mehr Schatten. Ja, und dann kann sie auch schon ganz anders, nicht ganz anders, aber meinetwegen etwas nach Zitrone riechen und schmecken und so weiter. Und so ist dann auch der Name der entsprechenden ätherischen Öle, zum Beispiel Thym Citronné und so weiter. Aber das sind Aromen, die nicht das ganze Gewürz ausmachen. Wenn man daraus ätherische Öle macht, dann ist es tatsächlich so, dass das hervorsticht und dass man darauf achten muss, was für eine Thymiansorte in welchem ätherischen Öl steckt. Aber wenn man das Gewürz an sich hier vorfindet, egal was einem da für ein Geruch in die Nase steigt, sobald man feststellt, das ist Thymian, dann ist es Thymian, dann kann man es ernten und verwenden, wie man Thymian eben verwendet. Und das könnt ihr bei uns auch machen. Ihr nehmt einfach ein sauberes Messer und dann trennt ihr die oberen kleinen Äste, sage ich mal, von den unteren ab. Das tut der Pflanze eher ganz gut. Damit erneuert sie sich und im nächsten Frühjahr kann sie dann besser frisch nachwachsen. Und ihr werdet nicht mehr so achtlos drauftreten, wenn ihr im Sommer vielleicht so hässliche Pflanzen entdeckt mit hässlich kleinen grauen Blättern. Nein, Achtung, das könnte Thymian sein. Und im Frühjahr ist diese Pflanze nun überhaupt nicht hässlich. Hier seht ihr ein paar Fotos. Sie wächst gerade frisch raus mit saftig grünen Blättern und ihren schönen Blütenständen. Ernten kann man sie zu jeder Jahreszeit und jedem Zustand. Als medizinische Pflanze ist sie bei uns in Deutschland komischerweise mehr bekannt als in Frankreich, wo man zu viele Tabletten schluckt, habe ich den Eindruck. Aber ich erwähne es trotzdem. Wenn ihr zum Beispiel eine Sinusitis habt, dann könnt ihr eine Handvoll Thymian-Tee 10 Minuten lang erwärmen, Tee, ja, in einem Kochtopf und dann mit etwas Kochsalz versehen, könnt ihr dann eben eine Inhalation durchführen, ja, mit dem Handtuch über dem Kopf. Wenn ihr an Akne leidet, so könnt ihr das ebenso tun. Wenn ihr eine Detox-Kur durchführen möchtet, für die Leber, für den Fall, dass ihr nach einer Infektion einfach nicht mehr auf die Füße kommt, dann könnt ihr fast sicher sein, die Leber hat einfach zu sehr gelitten. Die braucht jetzt einen Booster. Ich mag dieses Wort irgendwie nicht mehr. Und das Immunsystem eben auch. Ja, dann macht doch einfach einen Tee mit Thymian und Rosmarin und Salbei vielleicht auch noch. Damit tut ihr der Darmflora gut, damit macht ihr eine Leberdetox und damit bekämpft ihr eben somit eure lange Müdigkeit.
Auch als Frühjahrskur-Leber-Detox ist das einfach gut anzuwenden. Auch als Vorbeugung, um nicht krank zu werden, gerade in irgendwelchen Infektionen, Saison im Winter oder so, kann man diesen Tee nehmen, um eben sein Immunsystem aufzubessern und seine Leber zu entlasten und auch den Darm irgendwie ein bisschen zu befreien an schlechten Sachen. Der Darm ist von der Haut nicht zu trennen, die Leber ist nicht von irgendwelchen Infektionskrankheiten zu trennen. Alles hängt mit allem zusammen und diese Gewürze, die behandeln einfach alles. Ja, und zu Thymian als Tee, gerade wenn ihr eine Infektionskrankheit habt oder eben auch, wie ich erwähnte, als Detox, könnt ihr sehr gut verwenden. Wenn ihr unter einer Infektion gerade leidet, könnt ihr 5 Tage lang auch die doppelte der empfehlten Teedosis nehmen. Also anstatt 20 Gramm nimmt ihr einfach 40 Gramm pro Tasse. Aber Achtung, Kinder nicht. Ja? Also ab 12 Jahren könnt ihr das ruhig mal machen, 3 oder wenn es sein muss, 5 Tage lang. Und denkt daran, verwendet auch Ingwer. Jetzt rede ich zwar über den Thymian, aber verwendet auch Ingwer damit. Wenn ihr eben so eine Infektionskrankheit gerade durchmacht, sei es eine intestinale oder bronchiale oder was weiß ich, Infektion. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen sensibilisiert, was Thymian, wie der Thymian aussieht und tretet nächstes Mal bei dem nächsten Spaziergang nicht einfach drauf, sondern nehmt ihn lieber mit. Nicht mitsamt Wurzel bitte, aber schneidet euch eine kleine Hälfte davon ab und verwendet sie des Abends in eurer Küche. So. Wenn euch das Video gefallen hat, ich werde nach und nach noch mehr herausbringen. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch alles Gute, Bonne Ballade en Provence und so weiter. Und bis bald. Tschüss.